Meine Damen und Herren, das Bundesfinale Jugend debattiert 2015 in der Altersgruppe 2. Hier kommt die Frage: Sollen religiöse Bilderverbote von den Medien beachtet werden? Bitte schön. Je suis Charlie. Das haben viele von uns gesagt, als zu Beginn des Jahres die schrecklichen Anschläge in Paris stattfanden. Und zusammen mit diesen Anschlägen kam eine neue Debatte darüber, was darf Satire, was darf sie nicht und wo liegen Grenzen. In dieser Debatte haben wir alle, glaube ich, sehr schnell festgestellt, dass es nicht so einfach ist, wie wir vielleicht dachten. Denn sehr viele Menschen fühlen sich in ihrer Weltanschauung verletzt, wenn beispielsweise besondere Grundpfeiler ihrer Religion, im Islam und auch in anderen wäre das das religiöse Bilderverbot, verletzt wird. Wir müssen uns deshalb in einer demokratischen Gesellschaft fragen, ob es denn nicht sinnvoll wäre, wenn die Medien dieses Bilderverbot, das für viele eine so wichtige Grundlage ihrer Weltanschauung darstellt, zu achten haben. Wir stellen uns vor, dass wir den Paragraph des Strafgesetzbuches 166 um einen dritten Absatz erweitern. Dieser Absatz würde dann beinhalten, dass besonders die religiösen Bilderverbote, das bedeutet das Verbot der Darstellung von Religionsstiftern und Gottheiten selbst, wir nehmen als populärstes Beispiel den Propheten Mohammed im Islam, dass die Darstellung solcher darzustellen verbotenen Personen eben unter Strafe gestellt wird. Das ist damit ein Antragsdelikt, bedeutet, wenn sich jemand verletzt fühlt, kann er klagen. Natürlich wird das wie in anderen Gesetzen und auch in der Selbstverpflichtung der Medien, die es bereits gibt, zu ähnlichen Themen, natürlich an den öffentlichen Frieden gekoppelt. Denn der öffentliche Friede, der dadurch gefährdet werden kann, der ist schützenswertes Gut des Staates. Und wir glauben einfach, dieser öffentliche Friede, der ist schon dann beschädigt, wenn ich als Bürger einer pluralistischen Gesellschaft das Gefühl habe, dass man mir nicht mit Respekt begegnet, dass man mich in meinen tiefsten Weltanschauungen beleidigt. Das ist nicht erst der Fall, wenn Karikaturen besonders schmähende Auswüchse annehmen, sondern infolge des Islams beispielsweise bereits, wenn dieses Bilderverbot gebrochen wird. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir hier Respekt und Toleranz und den Umgang mit religiösen Menschen verschiedenster Konfessionen in unserer Gesellschaft in besonderem Maße wahren. Und deshalb spreche ich mich klar dafür aus, dass die Medien dieses Bilderverbot zu achten haben. Ja, Jean-Marie, ihr habt jetzt ja als schützenswertes Gut den öffentlichen Frieden betrachtet. Das sehen wir ganz genauso. Der öffentliche Frieden ist sehr, sehr wichtig. Doch stelle ich mir die Frage, und das führt mich auch zur ersten Frage an eure Maßnahme, wann ist dieser Frieden überhaupt beeinträchtigt? Dieser Frieden ist erst dann beeinträchtigt, wenn sich auch jemand verletzt fühlt. Und auch zum Beispiel im Islam, das Beispiel hast du ja genannt, ist die Darstellung von Mohammed durchaus Tradition, Gang und Gäbe. Erst dann ist das Bilderverbot verletzt, wenn Mohammed schmähend dargestellt wird. Und für diese schmähende Darstellung gibt es bereits ein Gesetz, auch Paragraph 166 im Strafgesetzbuch, der sogenannte Blasphemie-Paragraph. Der erlaubt mir zum Beispiel, stellen wir jetzt mal vor, ich wäre ein muslimischer Mitbürger, würde mich in meinen religiösen Gefühlen verletzt fühlen, ich könnte denjenigen, der eine Karikatur beispielsweise gezeichnet hat, verklagen. Nämlich frage ich mich jetzt, wozu überhaupt eure Maßnahme, wenn es doch schon einen Paragraphen dazu gibt, der nur vielleicht ein bisschen publiker sein sollte und davon auch Gebrauch gemacht werden sollte. Was ihr nämlich letztendlich tangiert, ist die Meinungsfreiheit. Das ist Artikel 5 im Grundgesetz und das ist ja wohl der Grundpfeiler der pluralistischen Gesellschaft, die ihr euch so sehr wünscht. Eine pluralistische Gesellschaft besteht aus verschiedenen Meinungen, besteht auch aus der Möglichkeit, diese Meinung zu äußern, sowohl in Bild als auch in Sprache. Und wenn ihr das jetzt einschränkt, was heißt, ihr wollt zum Beispiel einem Karikaturisten verbieten, eine Karikatur zu zeichnen, dann verhindert ihr doch gerade die pluralistische Gesellschaft, die ihr euch so sehr wünscht. Natürlich, es werden auch mal Gefühle verletzt, in einer Gesellschaft gibt es auch mal Konflikte, aber das trägt auch zum Fortschritt genau dieser Gesellschaft bei, dass ein Dialog stattfindet, dass ein Meinungsaustausch stattfindet und wenn es zu weit geht, dann gibt es den Blasphemie-Paragraphen, wo man eben von seinem Recht Gebrauch machen kann, wenn man sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlt. Und deshalb, weil ich glaube, dass man lieber die Meinungsfreiheit schützen sollte und davon Gebrauch machen sollte, was es in unserem Rechtssystem schon gibt, spreche ich mich ganz klar gegen eure Maßnahme aus. Ja, Toni, du hast gefragt, wann ist der öffentliche Friede gefährdet? Und ich denke hier, das ist auch der Grund, warum wir über Bilder sprechen und nicht über Schriftdokumente. Denn wenn wir ein Bild sehen, dann nehmen wir das sofort reflexartig auf. Wir denken zuerst nicht drüber nach, sondern man sieht dort beispielsweise den Propheten Mohammed abgebildet. Bei einem Schriftdokument muss ich mich erst damit auseinandersetzen und dann nachdenken, was der Satiriker damit meint. Und wenn ich darüber nachdenke, dann erkenne ich auch die Kritik, die dahinter steht. Bei einem Bild ist das ganz anders. Man sieht das Bild,
Und man wird, reflexartig nimmt man da diese Kritik eben nicht auf, sondern man sieht nur diese Beleidigung. Und der öffentliche Friede sehen wir insofern gefährdet, dass wir in Deutschland ca. 4 Millionen Muslime haben. Und wenn die über einen Kamm geschoren werden und hier so getan wird, also Muslime wirklich beleidigt werden, dadurch, dass hier das Wilderverbot bewusst eingeschränkt wird, sehen wir hier den öffentlichen Frieden gefährdet und hier muss die staatliches Handeln diese Kritik einschränken. Außerdem hast du die Meinungsfreiheit angesprochen. Ich denke eben nicht, dass wir hier die Meinungsfreiheit einschränken, denn, wie gesagt, schriftliche Kritik ist immer noch erlaubt. Wird auch niemand das dagegen sagen, wenn man zielgerichtet Kritik an Religionen äußert, was auch sicher wichtig ist. Allerdings frage ich mich, wie wird in einer solchen Karikatur Kritik geäußert? Das ist meistens keine Kritik, sondern hauptsächlich eine plumpe Beleidigung. In der Eröffnungsrede hat Jean-Marie angesprochen, Charlie Hebdo, das war bevor den Anschlägen mit einer kleinen Auflage, praktisch eine Randgruppe wurde nur angesprochen. Und hier haben diese Karikaturen nur den Sinn gehabt, zu beleidigen. Und weil diese Karikaturen nur den Sinn haben, zu beleidigen, sagen wir, dass das religiöse Bilderverbot in den Medien beachtet werden soll. Satire soll lachen, beißen, pfeifen und trommeln. Das ist ein Zitat von Kurt Tucholsky, was ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde. Denn dieses Zitat sagt aus, dass Kritik ein wichtiger Bestandteil unseres freiheitlich-demokratischen Systems ist. Da möchte ich gleich mal auf dich eingehen, Flo. Du hast gesagt, dass du diesen Kritikgedanken bei Karikaturen nicht ganz nachvollziehen kannst. Bei Karikaturen, sei es in der Satire, sei es in den Medien allgemein, ist es wichtig, ein gesellschaftliches Problem schnell auf einen Punkt zu bringen. Das sagen Karikaturen entsprechend aus. Und ich finde es einfach wichtig, dass wenn die Gesellschaft mit Karikaturen umgehen muss, so muss es auch die Religion. Denn man darf Religion und Gesellschaft nicht voneinander getrennt betrachten. Religion gehört in die Gesellschaft mit hinein. Religion ist von Menschen geschaffen. Religion dient den Menschen. Und damit ist es einfach wichtig zu sagen, dass im 21. Jahrhundert Religion auch Kritik aushalten muss. Genauso wie es eben halt auch die Gesellschaft tun soll. Und die Frage ist eben halt in dem Zusammenhang, wollen wir diese freiheitlich-demokratischen Grundsätze, die Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, in der Richtung einschränken und damit ja eigentlich diese Kritik so ein bisschen, diese Kritik auch einschränken. Ich finde es wichtig oder ich finde es wichtiger, mit den Menschen, mit den Religiösen, seien es Juden, Muslime oder eben halt Christen, ins Gespräch zu kommen, sich über Kritik an Religion auch auszutauschen. Was bedeutet denn Kritik? Was bedeuten denn eigentlich auch die Karikaturen? Ja, um entsprechend da einfach ein Bewusstsein zu schaffen und keine Meinung in dem Sinne zu verbieten. Und genau aus diesen Gründen, dass einfach die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit in unsere Gesellschaft gehört und eben halt auch die Religion, spreche ich mich ganz klar gegen eure Maßnahme aus. Ja, ihr habt sehr darauf bestanden, dass unsere Maßnahmen die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit einschränkt. Hier möchte ich darauf hinweisen, in Artikel 5, den ihr bereits genannt habt, steht, dass bei Verletzung der persönlichen Ehre, die ein schützenswertes Gut ist in unserem Rechtsstaat, diese Meinungsfreiheit auch ihre Grenzen hat. Und wir haben einfach festgestellt, das muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen sortieren, dass einfach dieses Bilderverbot einfach noch ein weiterer Schritt ist, der dem Blasphemieverbot einen Schritt vorausgeht. Denn in vielen Religionen ist eben bereits die Darstellung eines Propheten beispielsweise eine Beleidigung, unabhängig davon, ob die Karikatur selbst besonders schmähende Auswüchse annimmt. Das bedeutet, wir gehen hier einfach einen Schritt weiter aus der Erfahrung heraus, dass wir hier eben keinen gesellschaftlichen Diskurs schaffen, dass wir hier keine Säkularisierung befördern, dass wir hier keine Aufklärung schaffen, sondern dass diese Karikaturen unnötig provozieren, die Gesellschaft unnötig polarisieren und damit die von dir angesprochene Integration und den Dialog eher erschweren. Ja, du bist jetzt ja auch auf die Verletzung der Ehre eingegangen und auf die Einschränkung dieser Pressefreiheit. Auch da möchte ich gerne noch mal etwas hinzufügen. Es gibt noch einen Absatz, das ist der Absatz Nummer 3 und der sagt, Kunst, Forschung und Lehre sind frei. Bilder gehören zur Kunst, somit sind auch die Bilder frei von dieser eingeschränkten Meinungsfreiheit, wie ihr sie jetzt betrachtet habt. Und da möchte ich gleich weiter auf den Punkt eingehen, was ist eine Religion überhaupt? Eine Religion ist letztendlich eine Überzeugung davon, dass es etwas gibt, was mir hilft,
an das ich glauben kann. Was auch eine Überzeugung ist, ist die Meinungsfreiheit. Es ist eine Überzeugung, dass man die Meinung so äußern darf, wie man möchte, auch in Bild, denn Bild hat eben mehr Macht und deshalb ist es auch eine wichtige Weise, seine Meinung zu äußern. Und ich finde, man darf die Überzeugung einer Religion nicht über die Überzeugung von der freien Äußerung in einer freien demokratischen Gesellschaft stellen. Du sprichst hier von einer freien Äußerung, doch ich denke, wofür dient Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft? Wofür haben wir Meinungsfreiheit? Es geht darum, wie du angesprochen hast, Christopher, um den Dialog. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei euch, dass ihr denkt, wir wollen religiöse Karikaturen allgemein verbieten. Nein, das wollen wir nicht. Religiöse Karikaturen müssen erlaubt bleiben, genauso wie Schriftdokumente, die Kritik an Religionen üben. Es geht schlicht darum, dass man Propheten oder Gottheiten oder allgemein religiöse, also diese Repräsentanten von ihnen, nicht darstellt, weil sie sich dadurch beleidigt fühlen, weil man genau das erzielen will. Es wird gezeichnet, weil sie sich dadurch beleidigt fühlen. Und man kann ja zum Beispiel auch den Muslim darstellen. Auf einer Karikatur, auf dem ein Muslim da ist, das ist nicht verboten laut unserem Vorschlag. Denn hier wird nicht der Prophet dargestellt, sondern hier wird die Kritik dadurch geäußert, dass die Kritik an der Religion anhand ihrer Anhänger symbolisiert dargestellt wird. Und es wird eben nicht die Kritik bzw. die Beleidigung dadurch geäußert, dass diese Darstellung von Mohammed zum Beispiel die Leute beleidigt. Aber genau das ist doch eigentlich wichtig in dem Austausch. Die Meinungsfreiheit beinhaltet, dass ich so genommen all das sagen soll oder sagen kann in einem gewissen Rahmen. Da sind wir uns, denke ich, einig. Aber genau dazu gehört ja, dass ich zum Beispiel auch Mohammed darstellen kann, auch in Karikaturen. Vorausgesetzt ist es in dem Sinne nicht zu beleidigend, denn die Medien wollen ja im Endeffekt die Religion nicht in irgendeiner Weise kompromittieren, sondern sie wollen auf einen gesellschaftlichen Missstand hinweisen. Und das eben in Form eines Bildes, was eben halt sehr schnell, wie ihr das auch schon angesprochen habt, dieses Problem anspricht. Und genau da finde ich es doch eigentlich wichtig, sich den Religionsgedanken nicht einzuschränken, sondern Religion gehört in unsere Gesellschaft und damit gehört es auch dazu, sich über jegliche Themen der Religion, über jegliche Inhalte der Religion entsprechend auszutauschen und das auch mittels Karikaturen. Du hast ganz klar schon selbst gesagt, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt und du hast davon gesprochen, dass Karikaturen nicht zu beleidigend sein sollen. Leider ist es aber nun mal ein Fakt, dass in manchen Religionen allein die Tatsache, dass die Karikatur eben den Propheten abbildet oder eine Gottheit abbildet, bereits eine ausreichende Beleidigung stattfindet. Genau hier sehen wir eben den derzeitigen Rahmen nicht ausreichend. Wir glauben, dass sich in den Debatten gezeigt hat, dass die Karikaturen, die zurzeit veröffentlicht werden, beispielsweise mit Mohammed, eben durchaus über den Rahmen, in dem das Ganze ablaufen soll, hinausgehen. Ja, du hast jetzt gesagt, dass viele der Karikaturen einfach übertrieben sind, dass sie verletzen, anstatt nachdenklich zu machen. Nun gibt es aber auch dafür eigentlich schon von den Medien einen Ethikgrundsatz, nämlich das ist Artikel 10 dieses Grundsatzes, das ist nämlich, dass man seine Macht bewusst gebraucht und dass man religiöse Gefühle, ethische Gefühle nicht verletzt. Nun verpflichten sich die Medien dadurch ja eigentlich selber, sich an diese Regeln zu halten. Aber warum tun sie es jetzt nicht oder warum müssen wir jetzt eigentlich hier diese Debatte führen? Wir haben jetzt ganz, ganz lange immer als Beispiel den Islam angeführt, also Mohammed-Karikaturen. Und ich frage mich, warum ist das so? Vor 20 Jahren zum Beispiel gab es dieses Problem noch nicht. Das liegt daran, dass wir in unserer Gesellschaft ein grundsätzliches strukturelles Problem haben. Wir haben ein Problem damit, dass jetzt dadurch, dass eine Religion bei uns im Land ist, die eigentlich nicht bei Farbe beheimatet ist, wir mit neuen Dingen konfrontiert werden. Aber ich finde, dass man diese Konflikte nicht einfach lösen sollte, indem man für alle ein Verbot ausspricht und ein religiöses Gesetz zum staatlichen Gesetz erhebt, sondern indem man an unserer Gesellschaft arbeitet und eben, wie zum Beispiel Chris gesagt hat, Dialoge führen sollte und überlegen sollte, wie integrieren wir Zuwanderer, zum Beispiel muslimischen Glaubens, richtig in unserer Gesellschaft? Toni, du hast jetzt von dem Wandel der Gesellschaft gesprochen. Da stimme ich dir total zu. Da hast du recht. Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Wir haben neue Probleme. Und ich denke hier, dass weil die Gesellschaft im Wandel ist und neue Kulturen, neue Religionen dazukommen, brauchen wir den Dialog. Doch jetzt frage ich, wie ist Dialog möglich, wenn ich, bevor ich mich jemand unterhalten kann, beleidigt werde, weil der Karikaturist beispielsweise nur das Ziel hat, mich zu beleidigen und deswegen bildet er zum Beispiel den Propheten ab. Wir brauchen Dialog, aber genau diese Karikaturen, die nur darauf aus sind, Leute zu beleidigen,
verhärten die Fronten und bewirken genau das Gegenteil, dass wir eben keine Integration von Muslimen in unsere Gesellschaft haben, dass wir eben nicht den Dialog haben, das Gespräch und Leute damit integrieren. Und deswegen finde ich, dass wir hier maßvoll einschränken sollten, was erlaubt ist, damit ein Dialog möglich ist. Denn sachliche Kritik darf natürlich immer formuliert werden. Was ich mich an dieser Stelle frage, inwiefern ist dann Satire eigentlich noch wirkungsvoll? Denn wenn ihr jetzt schon in Richtung Religion einschränkt, kann oder wird es ja möglich sein, dass auch im weiteren Prozess die gesellschaftliche Satire, möchte ich sie mal nennen, eingeschränkt wird. Und da frage ich mich an dieser Stelle, inwiefern ist denn Satire dann eigentlich überhaupt noch sinnvoll? Inwiefern kann Satire dann, wenn sie immer weiter eingeschränkt wird, was ja dann eine mögliche Folge wäre, überhaupt noch ihre Aufgabe erfüllen, um konkret auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen? Und ich muss euch da nochmal widersprechen. Die Satire ist nicht primär dafür oder ist nicht dafür gedacht, um Beleidigungen auszusprechen, sondern um Kritik zu üben. Erstmal, die Intentionen von Satire können sehr unterschiedlich sein. Wir erinnern uns an die Karikaturen aus Dänemark beispielsweise. Hier lag tatsächlich auch zu einem Großteil, ebenso wie bei Charlie sicherlich auch zu einem gewissen Anteil, die Intention zu provozieren zugrunde. Ich möchte erstmal auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast bezüglich der Folgen unseres Gesetzes. Das ist einmal, ich glaube nicht, dass wir nur dadurch, dass wir die Religion als Teil der persönlichen Ehre schützen wollen, einen Grundsatz, den wir eigentlich bereits in verschiedenen Gesetzen verankert haben und jetzt nur ausweiten, weil wir mit neuen Kulturen in Kontakt kommen, dass wir diesen Grundsatz deshalb irgendwie darauf ausweiten, dass wir gesellschaftlichen Meinungsaustausch verbieten. Etwas anderes, was du eben angesprochen hast, Toni, finde ich aber auch sehr interessant. Du hast davon gesprochen, dass wir Menschen ja integrieren wollen. Da müssen wir uns fragen, wie wirken Karikaturen und auf wen? Die gemäßigten Muslime fühlen sich dadurch, oder die gemäßigten Teilnehmer einer Religion allgemein, wir sprechen nicht nur über den Islam, fühlen sich dadurch vielleicht eher ausgegrenzt und angegriffen. Und die eher ohnehin konservativ orientierten Teilnehmer einer Religion, die werden sich durch diese Beleidigung, durch dieses sehr harte Instrument des Meinungsaustausches, wenn wir es mal Meinungsaustausch und nicht Beleidigung nennen wollen, dann sicherlich nicht dazu bewegt führen, auf die Gesellschaft zuzukommen. Wir verhärten also tatsächlich die Fronten und führen eben nicht den Dialog herbei, den wir dringend brauchen. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube nämlich zu dem Punkt, dass wir die Fronten verhärten, glaube ich, dass ihr sie eigentlich verhärtet mit eurer Maßnahme. Nämlich ist es doch so, die Menschen, die du jetzt genannt hast, die, wenn sie jetzt zum Beispiel in unser Land kommen, sie sind welchen Glaubens auch immer und haben bestimmte Bilderverbote, die bei uns verletzt werden, die fühlen sich natürlich erstmal vor den Kopf gestoßen. Das ist selbstverständlich, weil man es eben anders kennt. Aber der Sinn ist doch, wenn man in eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft wie Deutschland kommt, dass man dieses Glück, was man hier hat, auch als Zuwanderer zu schätzen weiß und dass man auch lernt, es zu schätzen zu wissen. Natürlich, manche Karikaturen gehen zu weit, da stimme ich euch absolut zu, aber ich glaube eben nicht, dass eure Maßnahme dem angemessen ist, was bei uns momentan in Deutschland los ist. Ich glaube einfach nur, dass es eine übertriebene Reaktion ist und dass dieser Blasphemie-Paragraph, auf den ich nochmal hinweisen möchte, eine ausreichende Abdeckung religiöser Gefühle und dessen Verletzungen bietet. Du hast gerade gesagt, manche Karikaturen gehen zu weit. Doch der Inhalt der Karikaturen ist nicht Gegenstand von dieser Debatte, denn darüber gibt es bereits die bestehenden Paragraphen, die ihr und auch wir angesprochen haben. Es geht darum, wie diese Kritik geäußert wird. Wenn ich Kritik an einem Teilbereich einer Religion äußern möchte, beispielsweise Islam, dann kann ich einen Muslim abbilden und diese Kritik daran äußern. Das Problem ist, dass aber der Prophet dargestellt wird und dadurch fühlen sich die Muslime beleidigt, nicht allein aufgrund der Tatsache, was er macht oder wie er dargestellt wird, sondern aufgrund der Tatsache, dass das der Prophet ist, unabhängig davon, was er macht. Und dadurch fühlen sie sich beleidigt. Und der Muslim darf immer noch dargestellt werden. Und sondern das Problem, was wir haben, ist, dass die allein durch die Darstellung des Propheten oder von Gott beleidigt werden und damit die Kritik hinter der Karikatur nicht verstehen oder auch nicht wahrnehmen wollen, weil sie vorher schon beleidigt wurden. Ja, aber genau das ist ja der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, nämlich dann entsprechend mit den Gläubigen in Kontakt zu treten, uns darüber auszutauschen, beziehungsweise die Medien sind eigentlich angehalten oder müssten angehalten sein, sich mit den Gläubigen auszutauschen, sich über diese Karikaturen zu unterhalten, damit eben halt da eine gewisse Toleranz, Offenheit auch ermöglicht wird. Und wir, beziehungsweise den Gläubigen ermöglicht wird, sich aktiv auch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Denn die Gesellschaft ist ja nicht gegen die Gläubigen, sondern es ist einfach wichtig zu sehen, wie diese Karikaturen verstanden werden müssen. Und da ist es einfach wichtig, glaube ich zumindest, mit den Menschen in Kontakt zu treten, den offenen Dialog zu suchen
und damit Missverständnisse auch zu verhindern. Wir haben jetzt zweimal gehört, einmal die Gesellschaft hier schätzen lernen mit ihren Privilegien als demokratische Gesellschaft und einmal in den Dialog eintreten. Ich persönlich habe einen Freund von mir in der Klasse, der selbst Moslem ist, den ich auch als relativ liberal eingestellt bezeichnen würde. Und der sagt aber ganz klar, in dem Moment, in dem solche Karikaturen veröffentlicht werden dürfen, fragt er sich, warum er, der sich hier dem Rechtsstaat absolut anpasst, der hier dem Rechtsstaat folgt und ihn auch genießt, warum er denn sich beleidigen lassen muss in seinen Ansichten. Wir haben heute darüber geredet, ob Medien das Bilderverbot betrachten sollten. Ich glaube, wir haben bei dieser Frage gesehen, es geht hier um ganz verschiedene Dinge. Es geht aber vor allem darum, wie gehen wir mit Menschen einer gewissen Religion um und wo liegt da die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und eben den Grenzen dieser Meinungsfreiheit, wenn es ans Beleidigen geht. Das wollen wir natürlich nicht in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben ganz klar gezeigt, dass mit unserer Maßnahme, dem Verbot der Darstellung gewisser Propheten, die einem Bilderverbot unterliegen, einfach dieser Beleidigung vorgegriffen wird, dass der Dialog erleichtert wird und dass wir ein Zeichen setzen, dass wir auf die Menschen zugehen wollen und einen offenen, friedlichen Dialog wollen und eben vermeiden wollen, dass sich Menschen hier zwangsläufig beleidigt fühlen, weil sie in ihren tiefen Weltanschauungen verletzt werden. Abschließend kann ich nur auch nach dieser Debatte sagen, dass ich es für unglaublich wichtig halte für unsere Gesellschaft, dass wir uns mit Rücksicht begegnen. Und dazu sehe ich unsere Maßnahme, dass Medien das Bilderverbot achten müssen, als wirkungsvolle Maßnahme. In unserer Debatte ging es heute vor allen Dingen darum, wie schwer wiegt Meinungsfreiheit im Verhältnis zu dem, was andere Menschen durch diese Meinungsfreiheit vielleicht verletzen könnte. Euer wichtigster Punkt war ja, dass ihr sagt, es geht irgendwann zu weit, da muss eine Grenze gezogen werden und da verhärten sich die Fronten, wenn Gefühle verletzt werden. Ich sage, ja, es geht irgendwann zu weit, aber ich sage auch immer noch, dass Meinungsfreiheit das wichtigste Instrument der Demokratie ist, überhaupt der Grund ist, warum eine pluralistische Gesellschaft bestehen kann. Und dass es auch wichtig ist, innerhalb einer Gesellschaft seine Meinung auszutauschen, sie auch gefahrenlos, ohne mit einer Anklage zu rechnen, veröffentlichen zu dürfen. Und diese Frontenverhärtung, die ihr angesprochen habt, ist, glaube ich, nur ein Ausdruck dessen, dass unsere Gesellschaft eben im Moment nicht so richtig funktioniert, wie sie sollte, sondern dass eben Integration bei uns nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Aber ich glaube eben, dass eure Maßnahme nicht der richtige Weg ist, das zu erreichen. Und deshalb spreche ich mich immer noch ganz klar dagegen aus, dass Medien religiöse Bilderverbote beachten sollten. Wir haben in dieser Debatte festgestellt, wir leben in einer modernen Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie integrieren wir diese Gruppen gut. Ihr wart der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir Kritik äußern und damit den Dialog anreden, egal wie diese Kritik geäußert wird, im Rahmen der aktuell bestehenden gesetzlichen Regeln. Doch wir finden, dass durch die gezielte Beleidigung, durch die Darstellung von Propheten oder Gottheiten, eben dieser Dialog erschwert wird, dass sich die Fronten verhärten und dass eben kein Dialog möglich ist und dass wir genau das Gegenteil erreichen. Durch überharte Kritik und vor allem Beleidigung erreichen wir das Gegenteil. Wir haben keinen Dialog, sondern eine Verhärtung der Fronten, damit keine Integration. Und deshalb sage ich, die Meinungsfreiheit hat Grenzen, nämlich da, wo andere beleidigt werden. Und deswegen sage ich, wir müssen auf religiöse Bilderverbote Rücksicht nehmen. Und deswegen bin ich dafür, dass diese religiösen Bilderverbote von den Medien beachtet werden. Religion gehört in unsere Gesellschaft, das ist keine Frage. Ihr wart vor allem der Meinung, dass diesen Satz zu gewährleisten, Weltanschauungen beachtet werden müssen von den Medien, von Satire und damit einfach eine Basis geschaffen werden soll, dass sich Muslime hier wohlfühlen. Jedoch waren wir der Meinung, dass es bereits Gesetze gibt, die Beleidigungen verhindern, die Beleidigungen strafrechtlich verhindern und damit eigentlich Beleidigungen in dem Sinne keine Chance geben. Wir waren außerdem der Meinung, dass Integration nur passieren kann, wenn man sich austauscht, wenn man Kritik offen äußern kann, wenn man Kritiken auch austauscht, sowohl auf religiöser Basis als auch auf gesellschaftlicher Basis. Und ich denke, um einfach die Menschen besser hier in Deutschland zu integrieren, ist ein Gesetz nicht notwendig, sondern einfach der offene Dialog. Und deswegen spreche ich mich klar gegen die Beachtung von religiösen Bilderverboten in den Medien aus.